So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video soll es mal darum gehen, wie man sich bei einem Open Source Projekt, beispielsweise auf GitHub, beteiligen kann, ja, wie man sich da engagieren kann. Open Source Projekt bedeutet so viel wie quelloffen. Das heißt, Sie können auf den Quellcode können Sie frei zugreifen. Kommt natürlich dann auch nochmal auf die jeweiligen Lizenzen an, weil Sie den Quellcode verändern, verwenden dürfen und so weiter. Aber ganz allgemein betrachtet bedeutet Open Source, der Quellcode des Projekts liegt Ihnen zur Verfügung und Sie haben die Möglichkeit, aus diesem Quellcode, man spricht davon bilden, also das Projekt, die Software, eine entsprechende Library, Framework und so weiter zu erzeugen, damit Sie das auch entsprechend auf Ihrer Maschine nutzen können. Und wie gesagt nochmal, Sie können das Ganze dann aus den Quellen, also wirklich aus dem Quellcode erzeugen und verwenden. Sowas gibt Ihnen dann natürlich auch die Möglichkeit, dieses Projekt, diese Software auf Ihre Art und Weise selbstständig weiterzuentwickeln, auch Fehler, sogenannte Bugs zu finden und zu beheben. Und wie gesagt, in diesem Video soll es mal darum gehen, wie geht man da vor, beziehungsweise wie findet man da den Einstieg in ein Open Source Projekt. Soll so ein paar Tipps und Anregungen liefern, das Video. Als erstes einmal steht vielleicht die Frage im Raum, was brauche ich überhaupt für Fähigkeiten, um mich bei einem Open Source Projekt, Open Source kürze ich jetzt einfach mit OS hier ab, was brauche ich da überhaupt für Fähigkeiten, was brauche ich für ein Grundwissen? Als allererstes einmal müssen Sie Englisch können. Ja, das ist schon mal elementar. Also zumindest sollten Sie Englisch Textverständnis beherrschen, dass Sie also englische Texte, gerade solche Texte, die Sie interessieren, also entsprechende Fachtexte zu Themen, mit denen Sie sich beschäftigen, in denen Sie sich auskennen, dass Sie solche Themen, dass Sie solche Texte in Englisch lesen, verstehen können. Das ist schon mal das Grundfundament, weil Sie müssen bedenken, bei Open Source Projekten haben Sie es mit Englisch zu tun. Alles ist da auf Englisch beschrieben. Die Software ist dokumentiert, also wie Sie mit der Software umgehen, wie Sie die Software überhaupt bilden können, erzeugen können, damit Sie sie lauffähig machen können, etc. All das ist auf Englisch. Auch sämtliche Diskussionen zu dem Thema, auch Bug Reports und so weiter. Also wenn Leute Fehler in der Software gefunden haben und melden das, auf die Art und Weise können sie sich auch beteiligen bei einem solchen Projekt, wird das auch auf Englisch gemacht. Das heißt, wenn sie dann auch in Kommunikation mit anderen treten wollen, wäre es auch wichtig, dass sie auch Englisch schreiben können. Eine weitere Fähigkeit wäre, je nachdem, wie Sie sich beteiligen möchten, wäre Programmiererfahrung in der jeweiligen Programmiersprache wünschenswert. Man muss dazu sagen, Sie müssen nicht unbedingt programmieren können, um sich bei einem Softwareprojekt zu beteiligen. Ja, auch das ist möglich. Oft ist es so, bei solchen Projekten muss auch beispielsweise dokumentiert werden. Das heißt, wie verwende ich die Software, wie installiere ich die Software etc. Deshalb hier auch Englisch wichtig. Da können Sie sich zum Beispiel auch beteiligen, dass Sie einfach sagen, okay, ich schreibe eine Dokumentation oder ich verbessere eine Dokumentation. Es könnte möglich sein, es besteht eine Dokumentation und Sie sagen, der und der Teil, das ist ein bisschen umständlich erklärt. Man könnte das zum Beispiel wesentlich einfacher erklären, wie man die Software in Betrieb nimmt, installiert. Und dann können Sie das einfach auch machen und können sich auf die Art und Weise schon beteiligen. Oder Sie sagen, ich schreibe ein Benutzerhandbuch. Ja. So, zum Beispiel auch für Deutsch, ja, dass also auch Deutsche die Software benutzen können. Ja. Nicht nur Leute, die im Englischen bewandert sind. Ja. Das sind also auch so Möglichkeiten. Oder dass Sie einen Link finden, einen Hyperlink, einen Hyperlink, der nicht richtig funktioniert, dass Sie den dann fixen, also eine gültige Adresse angeben, die auch zu einem entsprechenden Ziel führt, auch auf die andere Basis können Sie sich beteiligen. Sie müssen also nicht unbedingt programmieren können. Ja, aber wenn Sie sich natürlich entsprechend programmiertechnisch beteiligen wollen, müssen Sie natürlich Programmiererfahrung haben.
Und ganz, ganz wichtig, das ist auch so ein Punkt, den möchte ich hier nochmal separat hier unterstreichen. Zu dieser Programmiererfahrung gehört nicht nur, dass Sie selbst irgendwelchen Code produzieren können, das ist einfach, sondern Sie müssen auch in der Lage sein, fremden Code zu lesen und verstehen zu können. Das ist elementar, weil wenn Sie sich in ein fremdes Softwaresystem, wenn Sie sich da beteiligen wollen, dann müssen Sie wissen, wie ist diese Software aufgebaut? Was sind die einzelnen Komponenten? Wie sind die wiederum aufgebaut? Also was sind die einzelnen Bausteine? Und wie hängen die miteinander zusammen? Wie wird aus dem Ganzen das Große und Ganze, die Software, um die es geht, gebaut? Also wie funktioniert die Software intern? Das müssen Sie rausbekommen, damit Sie überhaupt in der Lage sind, später die Software entsprechend erweitern zu können oder auch Fehler, sogenannte Bugs, aufspüren und eliminieren zu können oder auch entsprechende Entwicklerdokumentationen schreiben zu können. Ne? Das heißt also, Code lesen und verstehen ist eine wichtige praxisorientierte Fähigkeit, die Sie da brauchen. Die nächste Frage, die dann im Raum vielleicht steht, ist, was für eine Programmiersprache muss ich können, ja, um mich bei einem Open-Source-Projekt zu beteiligen? Das ist auch ganz einfach zu beantworten. Es gibt wirklich für fast alle Programmiersprachen entsprechende Projekte, wo Sie sich beteiligen können. Ja, wie gesagt, gerade beim eben erwähnten GitHub, das ist die größte Plattform dahingegen überhaupt. Da werden Sie da die besten Chancen haben, auch für Ihre Programmiersprache entsprechende Projekte zu finden. Aber wie gesagt, da gibt es zu fast allen Programmiersprachen entsprechende Projekte. Ich habe hier mal so ein Ranking von, das sind so die Programmiersprachen, die am meisten bei GitHub so anzutreffen sind in den jeweiligen Repositories. Und dann sehen Sie hier schon JavaScript auf Platz 1. Das hängt auch damit zusammen, dass gerade sogenannte Web-Apps bzw. HTML5-Apps, auch genannt, immer stärker am Kommen sind. Ja? Und da wird dann JavaScript entsprechend eingesetzt. Zum Beispiel klassisch im Frontend, aber auch mittlerweile auch im Backend. Sie können mittlerweile auch serverseitig mit JavaScript programmieren. Die nächste Sprache, die da so in Kommen ist, ist Java. Hier ist es auf Platz 2 bei den Repositories. Ja, ich werde den Link hier zu der Quelle hier, GitHub, werde ich in der Videobeschreibung angeben. Können Sie selbst nachsehen. Das ist wie gesagt Java und auf Platz 3 Python. Da kommt hier CSS, muss man dazu sagen. CSS ist keine Programmiersprache, das ist eine Konfigurationssprache. Ja, da hängt auch wieder damit zusammen, wenn Sie Web-Apps bzw. HTML5-Apps bauen, dann brauchen Sie auch CSS. Da natürlich auch PHP, Ruby und so weiter. Man muss dazu sagen, gerade ältere Projekte, ältere Software ist noch verstärkt in C und C++ geschrieben. Kann also interessant sein, sich auch mit diesen Sprachen zu beschäftigen. Jo. Die nächste Frage ist natürlich, wo finde ich entsprechende Open-Source-Projekte, bei denen ich mich beteiligen kann? Habe ich eben schon genannt, die größte Plattform, die weltweit größte Plattform ist GitHub und da finden Sie garantiert für Ihre Programmiersprache auch, besonders wenn es entsprechende Mainstream-Sprache sind, finden Sie da auch ohne Probleme entsprechende Projekte. Es gibt noch weitere Plattformen, die möchte ich jetzt aber hier nicht alle gar aufführen. Wenn Sie da noch welche kennen, können Sie diese unten übers Kommentarfeld ja reinschreiben und anderen Lesern, Zuschauern zur Verfügung stellen, also die Namen. Na. Aber wie gesagt, GitHub ist die weltweit größte Plattform für Software und natürlich auch für Open Source Projekte. Und deshalb würde ich Ihnen empfehlen, schauen Sie da als erstes einmal nach. Da haben Sie die besten Möglichkeiten. Gut. Dann geht's weiter. Die nächste Frage, die man sich vielleicht stellen könnte, was brauche ich für Software, um mich bei Open Source Projekten zu beteiligen? Ein Punkt, den ich jetzt hier vergessen habe zu erwähnen, ist natürlich die Software, bei der Sie sich beteiligen wollen. Ja, die brauchen Sie selbst. Das heißt also, die sollten Sie selbst auf Ihrem Rechner haben, dass Sie damit arbeiten können. Oder im Falle einer Bibliothek, Framework oder irgendwas, dass Sie auch damit arbeiten können, also ein bisschen Erfahrung damit haben. Die brauchen Sie natürlich
selbst, also die Software, für die sie sich beteiligen wollen. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, inwieweit sie sich beteiligen wollen. Der Name GitHub, ne, der entstammt so ein bisschen von der Software Git. Und es kann nicht schaden, wenn sie sich mit Git auskennen. Ja. Sie können zum Beispiel mit Hilfe des Programms Git, das ist ein Versionskontrollprogramm, ne, oder Versionsmanagement oder Versionsverwaltungssoftware, damit können Sie auch ohne Probleme Änderungen auf Ihrem lokalen Repository, also auf Ihrer Maschine, auf Ihrem Projekt, welches sich auf Ihrer Festplatte befindet, können Sie auch ohne Probleme dann über Remote in Ihr entsprechendes GitHub-Repository hochladen. Sehr elegant. Sie können aber auch im Falle von GitHub auch die grafische Oberfläche benutzen, die GitHub zur Verfügung stellt. Ne? Aber wenn Sie sich bei einem Open-Source-Projekt beteiligen wollen, dann sollten Sie sich mit Versionsverwaltung auskennen. Ja? Das wäre zum Beispiel schon mal ein wichtiger Punkt, den Sie hier kennen müssen, auch beispielsweise bei GitHub, aber auch bei allen anderen Plattformen, die es da gibt. Versionsverwaltung, damit sollte man sich auskennen. Was ist ein Branch? Was bedeutet Mergen? Ja? So, was bedeutet, wenn ich mir einen bestimmten Branch lade, also einen Checkout mache? Ja? So Geschichten. Das nächste Thema, was Sie an Software eventuell brauchen, wie gesagt, wenn Sie sich programmiertechnisch beteiligen möchten, dann bräuchten Sie beispielsweise eine IDE, kann ich nur empfehlen, die Ihnen da entsprechende Annehmlichkeiten bietet. Wenn Sie natürlich nur sich beim Schreiben von Dokumentationen und so weiter beteiligen möchten, oder auch nur beim Support an sich, dann brauchen Sie nicht unbedingt eine IDE, dann kann ein normaler Texteditor kann dann ausreichen. Ja, aber wie gesagt, wenn Sie sich programmiertechnisch beteiligen wollen, würde ich eine IDE, also eine Entwicklungsumgebung, empfehlen, die Ihnen da entsprechende Annehmlichkeiten bietet. Was das dann für eine Entwicklungsumgebung sein soll, das ist Ihnen überlassen, das ist auch so ein bisschen Geschmackssache. Es gibt für alle möglichen Programmiersprachen entsprechende Entwicklungsumgebungen. Es gibt sogar diese Plattform-Entwicklungsumgebungen, die können Sie sogar für unterschiedlichste Programmiersprachen einsetzen. Das ist aber, wie gesagt, so ein bisschen Geschmackssache und was man da am liebsten hat. Ja? Aber das würde ich Ihnen an der Stelle da auch noch empfehlen. Die nächste Frage wäre vielleicht, für ein Projekt soll ich mich entscheiden? Soll ich mir lieber ein kleines Projekt suchen oder eher ein großes Projekt? Ja? Beispielsweise Linux, das ist so die Erfolgsgeschichte, wenn es um Open Source geht. Ja. Oder zum Beispiel auch, was auch ein großes Projekt ist, wo mittlerweile auch mehrere hundert Personen beteiligt sind. Microsoft Visual Studio Code, wenn wir gerade bei IDE sind, das ist eine IDE, eine Entwicklungsumgebung, die hat Microsoft Open Source gesetzt auf GitHub. Da können Sie sich auch beteiligen, aber das ist auch dann schon ein großes Projekt. Und ich muss da leider dazu sagen, für was für ein Projekt Sie sich entscheiden, hängt von Ihrem Erfahrungsstand ab. Ja? Wenn Sie ein blutiger Anfänger auch im Bereich Softwareentwicklung sind, bisher nur ein bisschen rumgecodet haben, würde ich Ihnen empfehlen, suchen Sie sich eher mal ein kleines Projekt aus, ne? Und nicht gleich eine komplexe Software, ein komplexes System, weil wie gesagt, Sie müssen auch lernen zu verstehen, wie dieses System aufgebaut ist, wie das funktioniert. Ja? Und für sich beim großen Projekt zu beteiligen und da den Durchblick zu finden, wie das System aufgebaut ist und intern funktioniert und so weiter, was da so die versteckten Wege und Pfade sind, da braucht es schon wieder ein bisschen mehr Erfahrung. Also würde ich am Anfang empfehlen, lieber ein kleines Projekt, ja, als ein großes Projekt, welches sehr komplex ist und Sie sind danach nur frustriert und werfen eventuell die Flinte ins Korn. Ja, es ist natürlich auch die Frage, wie Sie sich beteiligen wollen. Es gibt auch die Möglichkeit, wie gesagt, dass Sie sich im Support beteiligen können. Es gibt auch die Möglichkeit, wie gesagt, dass Sie einfach nur Dokumentation schreiben, dass Sie da sich so ums Organisatorische auch so ein bisschen kümmern. Oder halt, wie gesagt, auch das Thema, dass Sie sich beim Programmieren entsprechend beteiligen wollen. Der Einstieg, ja, also. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt ein Projekt gefunden, das gefällt Ihnen gut. Wie gehen Sie dann weiter vor?
Ich gehe jetzt hier an dieser Stelle, muss ich sagen, davon aus, dass Sie sich programmiertechnisch beteiligen möchten. Ja. Ich erwähne aber auch noch kurz das Thema Support, wenn Sie sich dahingegen beteiligen möchten. Kann das ja auch interessant sein. Als erstes einmal müssen Sie versuchen, dass Sie das Projekt, diese fremde Software, überhaupt auf Ihrer lokalen Maschine installieren können. Man spricht da gerne vom Bilden, ja? Dass Sie das erzeugen können, sodass Sie diese Software dann auf Ihrer lokalen Maschine einsetzen können, im Falle einer Library, eines Frameworks oder sowas, dass Sie das einsetzen können. Ja, dass Sie also wirklich aus dem Code, ja, aus den Quellen das Projekt erzeugen können. Das ist zum Beispiel die Grundvoraussetzung dafür auch, dass Sie später Änderungen an dem Code, an der Codebasis vornehmen können, also damit interagieren können und können dann auch wirklich sehen, wie wirken sich meine Änderungen, die ich vorgenommen habe, aus. Die Erweiterung, die ich gemacht habe, wie sieht das aus? Ist das so, wie ich mir das vorstelle? Den Bug, den Sie vielleicht gefixt haben, habe ich den erfolgreich gefixt oder besteht das Problem, der Fehler weiterhin und so weiter. Auch das Thema Support. Da ist es auch wichtig, dass Sie das System auf Ihrer lokalen Maschine, also diese Software auf Ihrer lokalen Maschine einsatzbereit machen können, dass Sie zum Beispiel dann auch etwaige Fehler, die ein Benutzer hat, auch zum Beispiel reproduzieren können. Und das Ganze vielleicht auch dokumentieren können, wann, zu welchen Bedingungen der Fehler auftritt. Meistens wird das von den jeweiligen Benutzern, die sich da melden, sowieso erwähnt, wann und wie der Fehler auftritt. Aber dass sie das Ganze reproduzieren können und vielleicht sogar den Fehler fixen können. So, wenn Sie das Projekt bilden bzw. erzeugen können erfolgreich, anschließend würde ich Ihnen empfehlen, einen Einstieg in den Code. Also das heißt, Sie müssen rausbekommen, wie funktioniert diese Software intern, wie ist sie gebaut, wie arbeitet die Codebasis, was sind die einzelnen Komponenten, wie hängen die miteinander zusammen, wie sind die einzelnen Komponenten wieder aufgebaut. Also wirklich lernen, wie das System intern arbeitet, darum geht's. Wer sich, wie gesagt, mehr für den Support interessiert, da kann zum Beispiel der sogenannte Issue Tracker empfehlenswert sein, gibt es auch für die jeweiligen Plattformen, die da entsprechende Möglichkeiten bieten, beispielsweise GitHub, gibt es da auch die Möglichkeit. Da werden dann wirklich Probleme genannt, zum Beispiel auch potenzielle Bugs, potenzielle Fehler in der Software oder Erweiterungsvorschläge werden da genannt und so weiter. Da können Sie sich an diesem Bereich hier austoben. Ja? Das sind so die Sachen. Zum Beispiel, dass Sie dann Benutzer helfen, Fehler zu fixen, dass die das System entsprechend auf ihren Maschinen wiederum einsetzen können, etc. Jo, das war es an dieser Stelle schon. Ich hoffe, ich konnte Ihnen da jetzt ein bisschen Überblick verschaffen, ein bisschen was dazu auch rüberbringen, vielleicht sogar ein bisschen das Interesse wecken, sich das Ganze mal anzusehen. Bei GitHub zum Beispiel, muss ich noch erwähnen, können Sie sich kostenlos registrieren und auch kostenlos da mitwirken und so weiter, sich da auch bei Open Source Projekten beteiligen ohne Probleme. Es fallen also hier keine Kosten an und nichts. Lediglich halt Ihre Bemühungen, Ihren Arbeitsansatz, sich halt entsprechend selbst da irgendwie zu beteiligen. Mehr aber auch nicht. Ich hoffe, ich konnte Ihnen da so ein bisschen Interesse wecken. Das war es, wie gesagt, an dieser Stelle. Ich bedanke mich recht freundlich fürs Zuschauen. Würde mich noch über ein Abonnement freuen. Vielen lieben Dank.